Das Bier gehört mir und jeglicher Alkohol, den wir auf dem Weg gefunden haben, ebenfalls. Und damit zurück zu The Dungeon of Nahalböck. Wenn wir hier irgendwo einen magischen Amboss finden, fresse ich einen Besen. Heiße euch willkommen bei Alles Furchtbar Kommentiert. Ich bin der Daniel und wir haben beim letzten Mal die Speziallieferung für Barney gefunden, wo wir jetzt entscheiden müssen, ob wir das erstmal zum Kräuterkenner geben, der da seine Spezialzutaten reinbringt, oder Barney direkt. Und ich würde sagen, wir machen das mit dem Kräuterkenner. Wahrscheinlich macht er aus dem Schnaps irgendwie, keine Ahnung, Kräuterlikör oder sowas. Und deswegen, ja, ab damit. Chatten. Habt ihr sie? Die Spezialladung? Haben wir. Hier ist Barneys Schnaps. Perfekt. Es ist wirklich sehr großzügig von euch, einem armen Alkoholiker zu helfen. Keine Tat bleibt unbelohnt. Na, dann lässt uns das Schicksal aber lange warten. Ich füge einige Tropfen meines Elixiers hinzu. Jetzt sollte er keine Lust mehr auf Alkohol haben. Hier. Perfekt. Jetzt müssen wir es nur noch zu Barney bringen. Sind wir uns ja einig, dass es schief gehen wird, ne? Aber er bekommt seine Lieferung. Insofern haben wir ja nicht gelogen. Und ich meine, so viel Fässer, wie hier rumstehen, das wird hier eh gleich... Meine Güte, hat er Pfand. Wenn hier mal eine Oma durchlaufen würde, die hätte fürs restliche Leben ausgesorgt, sag ich euch. Also Barney, sei mal nicht mehr so schrecklich. Ihr seid es. Sehen Sie mal, wir haben was für Sie. Trink. Mein leckerer Schnapsi. Scheiße, ist ekelhaft. Das ist... Schrecklich. Er ist ganz grün, wie ein Ork. Jetzt geht's mir besser. Wirklich? So gut habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Oh, Leute, hey, ich danke euch. Ihr seid toll. Oha, das nenne ich eine schnelle Genesung. Er sieht aus, als hätte er Zauberpilze gegessen. Ich habe Lust auf Folterung. Ich werde mich in einer schönen Pfählung ergötzen oder ein paar Füße zerquetschen. Oh, noch besser, eine schöne Enthäutung. Ja, das ist es, eine schöne Enthäutung. Hören Sie, wir wollen ja nicht drängeln, aber wir bräuchten da ein wenig Hilfe. Alles, was ihr wollt. Ach, ich fühle mich großartig. Ich glaube, ich werde mich sogar wieder mit meiner Frau versöhnen. Oh, eine Liebesgeschichte, wie süß. Und falls sie nicht will, kann ich sie immer noch enthäuten. Ja, genau. Eine großartige Liebesgeschichte. Konzentriert euch. Ja, also wir würden gerne einen Freund im Gefängnis besuchen. Ja, ihr seid so nett, dass ich euch sogar die Schlüssel ausleihe. Ich gehe auf direkten Weg nach Hause. Auftrag abgeschlossen. Wir haben die Schlüssel. Und wir haben dafür gesorgt, dass es jemandem besser geht. Wie schön. Ach genau. Dank uns kann er jetzt wieder Leute foltern. Und bei seiner Frau fängt er an. Aber warum haben wir das getan? Das ist das Problem mit verfluchten Kerkern. Wir mischen uns in die Leben verrückter Leute ein. Genug geweint. Lasst uns diesen Zwerg suchen. So, ob ich da hinten jetzt auch damit mit dem Schlüssel da reinkomme? Das geht sogar. Privater Schlüssel von Barney. Da hat er uns nicht nur einen Schlüssel übergeben, sondern gleich einen ganzen Schlüsselbund. Erholungszwecke. Goldilos Siegelring. Beweglichkeit, Mut, Lebenspunkte. Paradestulm, Schutz und Magiewiderstand. Wo geht es denn da noch hin? Ich würde jetzt erstmal die Sachen schnell ausrüsten. Was hatten wir denn? Wir hatten. So, oh, hatte ich. Mist. 2 Schutz, physischer Widerstand 5 und Parade. Das ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob dieser eine Schutzpunkt stärker ist als 3 Parade. Ich tausche es mal aus. Und für sie hatten wir auch genau. Nee, dann lasse ich das, was ich jetzt habe, hat mehr minimalen Schaden. Und höhere Trefferchance, höhere Crit. Paradestulden für ihn. Die sind definitiv besser. Danke. Ist das für mich? Wirklich? Der Siegelring könnte. Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Beweglichkeit, Mut, Lebenspunkte. Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss.
Das ist, glaube ich, einfach, weil der hat noch so einen richtig schlechten herausragende Ring. Handwerkskunst könnte man für ein nettes Sümmchen versetzen. Und hier irgendjemand, der noch keinen guten Blitzblitze, Mut und kritischer Schaden. Heilung erhalten, ja, das wäre für ihn, glaube ich, gar nicht mal so schlecht für unseren Ogre. Oh, 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 oh. Diesmal habe ich es gesehen. Wo ist mein Schurke? Da ist mein Schurke. Siehe da. Eine Falle. Schön langsam hier den Riegel ziehen. Damit kommen wir wieder zurück. Okay. Dann fehlt uns jetzt trotzdem noch auf der Etage irgendwo ein Hebel, um die eine Kiste noch frei zu bekommen. Den habe ich noch nicht entdeckt. Vielleicht ist er irgendwo im Kerker. Wäre aber auch seltsam. Na, jedenfalls kommen wir damit jetzt erstmal zurück. Dann müssten der Weg zum Kerker ja relativ schnell. Ach Gott, wir sind ja eh schon hier im Kerker. Und da haben wir die Schlüssel jetzt dafür, ne? Halt! Wohin glaubt ihr zu gehen? Wir haben die Schlüssel. Zum Teufel, aber das sind Barneys Schlüssel. Ja, wir haben es ihm gezeigt, diesen Fett. Halt doch mal die Schnauze. Was? Nichts. Barney hat sie uns ausgeliehen. Freiwillig und ohne Zwang. Wenn ihr sie von ihm gestohlen hättet, wäre er wohl schon hier, um euch abzulatten. Ihr könnt reingehen. Ja, Barney vergnügt sich jetzt mit seiner Frau auf die eine oder andere Art und Weise. Oh. Hier im Kerker war wohl schon länger niemand mehr drin, hä? Sprechen. Okay, da haben wir schon mal einen. Was ist denn da hin? Da ist auch nochmal eine Kiste. Mit etwas Glück finden wir da drin vielleicht etwas Magisches. Durandil, Axt der harten Verhandlung. Natürlich für den Zwerg. Kapuze von Barthul, der Entfleischer. Renommierte Fadenkreuzarmbrust. Wunderschuhe der Ponsbuller Kamps. Sehe schon, die Taschen sind bald wieder voll. Wir haben sie doch erst kürzlich geleert. Da ist ein Hebel. Ups. Sieh da, haben Sie diesen Hebel berührt? Nein, er ist von alleine umgerutscht. Wirklich ein unglücklicher Unfall. Tja, tiefer wird er wohl nicht fallen können. Der Arme, das muss ganz schön wehgetan haben. Können wir ihm nicht irgendwie helfen? Sicher, wenn du einen Matschhaufen wiederbeleben kannst. Ich meine, das Fallen ist ja nicht so schlimm. Nur der letzte Meter vor dem Aufprall auf dem Boden. Jedenfalls, fass nichts mehr an, sonst macht dir noch was kaputt. Da hat er recht. Und das war's jetzt da? Noch ein Hebel. Komisch, diese Hebel, die haben ja überhaupt gar keinen Widerstand. Man kommt da irgendwo dahin und plötzlich fällt Zeug runter. Ja gut, hätte ich natürlich erstmal den anderen Hebel betätigt. Da hätte ich gewusst, was hier passiert. So, ich denke mal, der Zwerg ist dann genau. Weil wir konnten hier mit hin und mit einem sprechen. Hey, es ist ein Missverständnis. Meine Waren sind von höchster Qualität. Hey, würdet ihr mich bitte herauslassen? Ich werde euch reich belohnen. Der auch noch irgendwo einen Hebel hat. Ich glaube, wir machen uns hier richtig viele Freunde hier im Knast. Oh nein, es ist schon wieder. Ach komm. Wir sollten das Inventar aufräumen. Wie kann denn das jetzt schon wieder sein? Wie viel kann man denn bitte. 16? Was habe ich denn gerade bitte schön gelootet, was jetzt so schwer ist? Die Erzwanderer. 27 Gewicht! Nein, weg von meinen Taschen. Das ist ja auch schon wirklich eine Sauerei hier. Und dann sind die nicht mal besser wie das, was ich habe hier. Das ist doch ein Witz. Kapuze von Barthul, den Fleischer. Das sieht aber besser aus, oder? 3 Schutz. Bisschen Lebenspunkte und
Außer, naja, gut, ein bisschen. Charisma 2, ja. Ist besser? Hervorragend. Dann hätten wir noch das Bollwerk. Nee, das hatten wir schon ausgetauscht. Die Axt hatten wir noch nicht ausgetauscht. 31, 43, 10 Treffer. Ja, ist besser. Ist besser, das Neue. Die Fadenkreuzarmbrust 29, 31 oder das... Oh, die hätte auch viel Trefferchance. Das ist dieselbe, die wir schon mal haben. Ja, die bekommt der Zwerg. Bogen für die Elfin hatten wir schon geguckt, der war schlechter. Müssen wir noch alles verkaufen. Kapuze der Schalantur-Halsabschneider. Achso, nee, das haben wir ja gerade eben erst ausgetauscht. Und da haben wir nichts Neues bekommen. Ja, das ist jetzt natürlich richtig doof. Könnte ich hier natürlich die Hebel ziehen. Haben wir hier noch irgendwo einen Shop oder so? Ich hätte noch eine Idee, Moment. Wir haben noch Taschen frei. Zumindest beim Ogre war, glaube ich. Müssen es meine Stiefel sein. So, und wir haben, glaube ich, hier noch irgendwo so große Fleischklumpen, die richtig viel wiegen. Nach Gewicht. Okay, das wird sich nicht ausgehen, ne? Ich hoffe, ich habe genügend Ersatzseiten dabei. Ja, gut, wir könnten aber noch eines futtern. Vorsichtig mit meinen Büchern. So, das kann er nicht essen, so außerhalb des Kampfes. Da müssen wir quasi Heiltränke aufbrauchen. Ja. Ich hätte lieber eine Gallone leckeres Bier. Oh, Tränke schmecken fies. Wer kann denn ahnen, dass Heiltränke so schwer sind? Mein Herz ist an der Stelle ist das Spiel auch noch unerhört realistisch. Ich will jetzt die Hebel mal nicht blind ziehen. Oh, doch, will ich. Denn da ist ein Schatz. Aber der macht ja mein Inventar gleich wieder voll. Entscheidungen über Entscheidungen. Oh, da ist noch so eine Statue. Die wird auch nochmal sicherlich irgendwann interessant. Weiß nur nicht wann. Ach, guck, der hat auch einen Hebel. Bogner Kurzer. Er sagt, da ist ein Zwerg in dieser Zelle. Wenn ihr hier seid, um mich zu foltern, kann ich euch sagen, das wird nicht einfach, ihr mistigen Grubenratten. Kein Zweifel, das ist ein Zwerg. Wir suchen einen magischen Amboss und haben gehört, dass ihr etwas darüber wissen könnten. Von mir erfahrt ihr nichts, niemals, auch nicht unter Folter. Auch wenn wir dich befreien? Klingt interessant. Du musst wissen, wir sind mächtige Abenteurer und säubern derzeit ohne große Anstrengungen diesen Kerker. Über wen redet ihr da? Gute Tarnung. Ihr seht nämlich wie ein Haufen Amateure aus. Kaum genug, um einen Schweinestall auszumisten. In Ordnung. Öffnet die verdammte Tür, dann erzähle ich euch von dem Amboss. Brasunkulav Dulak, Kurzer. Er sagt, er traut diesem Zwerg nicht. Er hat kein Gefühl bei der Sache. Mag sein, aber er ist allein und unbewaffnet. Dass die Elfin den Zwerg befreit. Endlich frei, meine Güte. Diese Zellen sind schlimmer als die der Trogiloks. Oh Scheiße, diese Bartform, diese Haare, dieser Akzent, er ist... Ein Zwerg, na und? Des Chaos. Ich bin ein Chaos-Zwerg. Ich bin keine dieser denigrierten Marden, die in der Nähe der Erdoberfläche leben. Sie sind verflucht. Sie verehren die dunklen Götter und machen schreckliche Dinge. Aber was den meisten Leuten normal scheint, ist für Zwerge doch immer schrecklich, oder? Und zu allem Überfluss reist ihr noch mit einer Elfin? Ist sie eine lebende Speisekammer? Ich bin hungrig. Darf ich ihr Gesicht abbeißen? Ah, aber er ist abscheulich. Da stimme ich dir zu. Ausnahmsweise. Das Gesicht einer Elfin schmeckt sicher fürchterlich. Na, jedenfalls haben wir dich befreit. Wir könnten dich auch wieder in die Zelle werfen. Also, hast du irgendwas über einen magischen Amboss gehört? Aber hallo. Wir haben einen davon zu Hause. Da unten. Da unten? In Uriks Tiefen, den Minen der Chaoszwerge. Daher stamme ich. Aber der Weg in Uriks Tiefen ist im großen Krieg des dunklen Zwergenzeitalters verschütt gegangen. Niemand weiß mehr, wie man dorthin gelangt. Wir haben unsere eigenen Wege.
Ich könnte sie euch zeigen, aber ihr müsst mich beschützen. Es gibt da ein Problem. Wir sitzen im Kerker fest. Die Türen sind durch so ein Pechs magische Siegel verschlossen. Das bezweifle ich. Auf dem Weg, auf dem sie mich hergebracht haben, gab es keine Teufeleien. Unsere Türen sind gut versteckt. Versuchen wir es einfach. Das ist unsere einzige Spur. Auf in die Tiefen! Großartig. Geht voran. Was, wenn er uns entwischt? Stimmt. Der Oger wird sie tragen. Wenn sie was Komisches versuchen, boom! Akala Wuppi, kaputt, Kurzer. Hast du noch ins Inventar, ja? Der ist doch auch zu schwer jetzt. Neuer Quest-Gegenstand, ein Zwerg. Ja, super. Ach, ja, wie wunderschön. Schämt euch, dass ihr mich in diesem mottenzerfressenden Beutel durch die Gegend schleift. Ich bin Brastok, rechtmäßiger Erbe der großen Chaosminen, Schlechter des riesigen, einäugigen Säbelzahn-Berserker-Trolls. Akaladrolum, so da klar Kurzer. Der Oger sagt, er könnte ihnen gerne die Beine ausreichen, da sie sie ja eh nicht brauchen. Also mathematisch macht das jetzt ja keinen Sinn, ne? Also ich meine, wenn ich sage, die Stiefel für den Zwerg wiegen 27 Gewichtseinheiten, der Zwerg selber aber nur 3, haut ja nicht hin. Ich glaube, wir sollten was anderes ausprobieren. Chrom hasst Rätsel, außer das Rätsel von Stahl. Aber da ging eine Kiste auf. Gibt's hier drin Gold? Oh nein! Oh nein! Jetzt haben wir ein Problem. Oh, ich muss unbedingt zu einem Händler. Ah, wir gucken mal, was hatten wir denn jetzt bekommen. Schon wieder renommierte Armbrust und Klage, jetzt habe ich schon 3 davon. Brustblätter der tödlichen Klingen, da hatten wir aber noch... Ist besser. Und was war noch dabei? Ne, nur die Armbrust und... Ja, die sind alle gleich. Bulwark, das hatten wir auch schon. Durandil hatten wir auch schon. So. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich hoffe nur, dass wir hier keinen Kampf über den Weg laufen. Auf jeden Fall müsste ich mal ganz dringend ganz schnell zu irgendeinem Shop. Wir verzuzeln uns mal ganz schnell. Ja, da ist auch hoffentlich keine Wache mehr da. Wenn uns jetzt irgendwie fragt, was wir hier vorhaben. Also, erste Zwischenstation ist jetzt erstmal, wir müssen... zu einem Shop. Und unbedingt diese Stiefel und das andere Grümpel ganz schnell loswerden. Zum Glück ist der Weg nicht ganz so weit. Ich bin mir immer nicht so sicher. Also Taschensysteme in so Rollenspielen. Ich krieg die immer voll. Handeln mit mir. Schnell. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Alles muss raus. Dieser bescheuerte Wein ist halt auch ganz schön schwer. Na komm, die Pillig-Soße kicken wir schon mal weg hier. Haben wir sowieso noch nie benutzt. Also kann es auch raus. Kleine Bier kann auch weg. Wir haben ja immerhin das Kerkerbier. Nutzen wir ja auch nicht. Die Erholungsdecke. Mana-Trank haben wir ja bisher eigentlich auch nicht wirklich genutzt. Können wir auch mal so 7 Stück weghauen. Wieso habe ich so viele Verbände eigentlich? Brauchen wir auch nichts mehr so wirklich viele. Machen wir mal auch die Hälfte weg. So. Und siehe da, wir haben wieder 140 Punkte frei. So, was müssen wir mit dem Zwerg jetzt eigentlich anstellen? Wo müssen wir hin mit dem? Dann aktualisieren wir mal die Karte. In den Keller.
dann müssen wir jetzt nur noch wieder den Weg zu den... Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Ja. Hier rede ich einmal geradeaus. Aber in die andere Richtung, so rum. Aber hier ist noch irgendwo ein Hebel. Hier muss noch irgendwo ein Hebel. Ah, Moment, hier ist... Die Falle hat schon ausgelöst. Ich wäre jetzt blind wieder reingelaufen. Dann Keller. Und dann zu den Treppen, aha. Das heißt, wir mussten eigentlich gar nicht in den Keller, sondern nur zu dem Weg darunter. Und in den Höhlen, da hatten wir diesen komischen Troll. So, und jetzt müssen wir da irgendwo... Wo gibt's die Tiefen? Ach, na klar, da war ja dieses fette Tor, was wir bisher noch gar nicht aufbekommen hatten. Hat der was Neues? Zum Beispiel Stalkern ausweicht. Nee, das ist immer noch derselbe Spruch. Den Satz hat er irgendwann mal auswendig gelernt, das ist das Einzige, was er sagen kann. Stimmt, da hatten wir den Spinnenkampf. Den hatten wir auch schon längst gemacht. Das ist die Tür zu Uryx Tiefen. Ich öffne sie, damit wir den geheimen Bereich der Verlieshöhlen betreten können. Keine Tricks, oder du wirst zur Zwischenmahlzeit eines musikliebenden Ogers. Akala lecker lecker kurzer. Keine Sorge, ich habe euch mein Wort gegeben. Vielleicht muss ich es später zurücknehmen. Das war so klar. Als ich die Einkerbung gesehen hatte, war so abzusehen, was jetzt passiert. Ich hoffe, die Zwerge haben alle eine DIN-Größe, dass die alle reinpassen. Questgegenstand abgegeben. Zwerg tot. Tür frei. Hui, neues Gebiet. Teilgebiet. Chrom braucht keine Karte. Achso, da geht's dann jetzt runter. Zwergenstatuen. Chaos-Zwergenstatuen, muss man ja sagen. Das ist ja eine andere Untergattung. Man nennt es eine Mine. Natürlich. Siebtes Kapitel. Uryx Tiefen. Die geheimen Türen zu Uryx Tiefen geben einen geheimnisvollen und endlosen Abstieg in die Tiefen von Fangs Land frei. Wann ist diese Treppe endlich zu Ende? Meine Knie sind ruiniert. Und später müssen wir wieder hochsteigen. Schwächlinge. In diesen finsteren Tunneln, tief unter dem Kerker von der Heuburg, lebten einst die schrecklichen Chaoszwerge. Ein Volk, das sich schon vor Jahrhunderten dunklen, bösen Mächten zugewandt hat. Ah, endlich wieder zu Hause. Hier unten ist die Luft einfach viel besser. Ich habe Angst. Wir sollten uns hier nicht zu lange herumtreiben. Moment, wir haben dich zurück in dein Loch gebracht. Kannst du uns den magischen Amboss zeigen? Er sagt, er hat irgendwie ein schlechtes Gefühl. Nicht so schnell, Leute. Oha, wo kommen diese Typen denn her? Mist, noch mehr Chaoszwerge. Wollte ich auch gerade sagen. Wäre es vermessen zu fragen, wer sie sind? Ich bin Narsatok der Haarige, König von Uryx Tiefen, Wächter des Ambosses und Kommandant der Templer des sehr langen Barts. Du verdienst die Krone nicht länger, Thronräuber. Ruhe, Abtrünniger. Tja, wie ich sehe, habt ihr uns den Verräter gebracht. Übergebt ihn uns und wir werden euch belohnen. Niemals.
Meine Gefährten werden euch alle wie Schweine abschlachten. Wow, ganz ruhig. Jetzt heißt es cool bleiben. Wir sind in der Unterzahl und die sind bis an die Bärte bewaffnet. Das sind Chaoszwerge. Sie sind böse und lügen. Also eigentlich wie jeder Zwerg, oder? Du blöde Kuh. Sohn eines Hockers. Wir legen sie um. Und? Müssen wir den Gefangenen jetzt euren toten Händen entwinden? Oh nein, wir werden ihn euch übergeben. Was? Verräter! Das ist nur ein Trick. Wir werden sie später holen. Also, wegen der Belohnung. Eure Belohnung besteht darin, nicht für das unbefugte Betreten der fantastischen Minen von Urix Tiefen hingerichtet zu werden. Ja, das ist doch in Ordnung, ja. Wachen, werft diesen Halunken ins Gefängnis. Ich hoffe, euer Plan funktioniert. Ihr verdammten Bastarde! Nein, lasst mich los! Nein! Moment, wir suchen einen Amboss. Einen magischen Amboss. Wir verehren den großen Amboss, die Inkarnation unseres uralten Gottes, der Chaosschmiede. Ja, das klingt nach dem, was wir suchen. Dürfen wir einen Blick darauf werfen? Nur Chaoszwerge dürfen sich in seiner Nähe befinden. Wir würden fast alles für das Privileg tun, ein paar wenige Augenblicke mit einer solchen Göttlichkeit. Interessant. Ich mag kaltblütige Söldner. Komm zu mir in den Thronraum, dann werden wir sehen. Bis dahin werde ich dafür sorgen, dass dieser Verräter in einer stinkenden Zelle auf seine Bestrafung wartet. Und dann verschwanden sie wieder in den Tiefen. So, die ganze Gruppe hat... Die Stufe der Elfen ist gestiegen. Na, jetzt kommen wir schon wieder... Die Stufe des Diebes ist gestiegen. Genau, eine große Scharade an Level-Ups. Die Stufe der Zauberin ist gestiegen. Ehrlich gesagt bin ich von eurem Verhandlungsgeschick nicht gerade beeindruckt. Angsthase, Sie haben den einzigen brauchbaren magischen Amboss. Wolltest du wirklich, dass ich ihn drohe? Stimmt schon. Und? Werden wir Brastok aus dem Gefängnis befreien? Mal sehen. Wo sind wir denn hier? Ach so. Wo müssen, also wir haben hier... Ich gehe nochmal in die andere Richtung, weil hier ist schon wieder die Richtung, wo wir dann die Hauptquest müssen. Kann es sein, dass die Karte sich erst dann mehr oder weniger zeichnet, wenn man die einzelnen Räume betritt? Was war da standen? Moment mal, bin im Krieg. Kommt später wieder. Tapferer Zwerg. Auch zu. Auch zu. Also zumindest mal Tag der offenen Tür ist bei den Zwergen hier nicht. Geht's da weiter? Nee. In den Stollen kommen wir nicht rein. Diese Ader hat sich nach der Feldspatkristallisierung gebildet. Ja, da kann er jetzt wieder auftrumpfen mit seinem heimischen Wissen, unser kleiner Kampfzwerg. Sieht so aus. Es sieht so aus, als ja, müssen wir quasi diesen Weg entlang. Viele Zwerge leben hier auf jeden Fall nicht. Barkeeper. Mit Easy Kerger ist jeder der größte Macker. So. Hat er irgendwas? Amulett des ladenden Stiers. Kraft, physischer Widerstand, Bewegung. Das klingt ziemlich gut. Bierbombe? Kaufe ich mal. Wir Nein, haben genug Kohle. Gold. Fibula der mächtigen Treffer. Kritische Trefferschuss 3. Ring der Hippie-Königin. Kraft, Verfassung, Beweglichkeit. Klingt auch stark. Mitnehmen. Soll ich ihm jetzt das Gold geben? Berserker-Ring? Ja, 3 Schutz weniger. Nee, finde ich nicht gut. Gegebene Heilung. 15% weniger, aber Pflege erhalten. Und Einschlag. Hm. Das ist ja bloß ein Ring, ne? Doch, den kaufe ich mal. Das wäre vielleicht was für ein Ogre. Lohnt sich. Sonst noch was hier in dem Räumchen? Wo sind die denn alle, sag mal?
Man sollte immer seine hier Fluchtwege rüsten, auf einer das Karte ich vermerken. Aus. Was war denn das jetzt da? Ja. Physischer Widerstand. Was ist da drin? Ah, das ist mein Beutel. Genau, das klingt nämlich eigentlich nach was für ihn. Jawohl, das wird super. Ring der Selbstsucht. Uga? Drei Einschlag. Für den Zwerg wäre das aber auch gut, ne? Weil der heilt selber ja auch nicht. Ja. Ach, endlich die richtigen Gegenstände für die richtigen Leute. Ring der Hippie-Königin. Eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. Eigentlich was für ihn, oder? Wenn es stinkt, müssen es meine Stiefel sein. Die Armen werden ärmer. Herausragende Handwerkskunst. Könnte man für ein nettes Sümmchen versetzen. So, und der bekommt jetzt auf dem zweiten die Verfassung minus 3. Achso, das war die... Nicht die Tränke miteinander mischen, sonst boom. Aber die Heilung bei dem wäre doch eigentlich gut aufgehoben. Bruder, Kumpel. Mach mal den ersten hier weg. So. Vorsichtig mit meinen Büchern. Okay, gut, dann machen wir an der Stelle wieder ein kleines Päuschen. In den Thronsaal geht's dann beim nächsten Mal. Und dann werden wir mal gucken, ob unser Plan aufgeht, den Chaoszwerg, den einen, wieder zu befreien und dann irgendwie an den magischen Amboss zu kommen. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge was. Macht's gut, auf Wiedersehen.